Moin Freunde und willkommen zurück zu Borderlands mit Bolias. Hallöchen. Ja, Mäuse zusammen. Hey, Junge, willst du dir etwas selber mit dem Helm einen Bären aufbinden? Oha, schön, ne? Junge. Ja, aber deine Wortwitze, die hören auch nicht auf, viel ne? zu wild. Ne, sie werden auch immer besser, habe ich mir sagen lassen. So, also ja, das hast du schon so im Gefühl, meinst du? Ich mache hier gerade irgendeine Wand kaputt. Ja, ist okay. Können wir da rein? Ja, du musst den unteren Balken kaputt machen. Meine Fähigkeiten müssen geschliffen werden. Das hätten wir uns hier mein Wetzstein sein. Duellieren können. Alter, ich hau dich einmal und labere komplett 10 Stunden durch oder was? Ey, du bist aber auch richtig laut in meinem Game wieder. Ich glaube, das explodiert gleich hier, Leute. Junge. Sorry schon mal dafür. Die sind ja auch explodiert. Guck mal, der eine schläft und der andere ist versteinert. Bäm. Mehr Munition. Schön kaputt machen. Alles muss brennen. Ich kann ja auch nicht pennen, Alter, wenn hier Leute krepiert sind und zu Stein gemacht wurden, zu Iridium, und er legt sich hier pennen, Alter. Ja, vor allem hängt da ein Claptrap auch. Da könnte ich erst recht nicht pennen, Junge. Wo? Hier hängt er. Ach du heilige Scheiße. Er wurde gekreuzigt, ja. Oh Mann, er hat halt so eine Maske aufgesetzt bekommen, ne? Und er ist für unsere Sünden gestorben. Vielleicht von dem Typen hier. Vielleicht von dem Typen. Hast du die Viecher schon mal ohne Maske gesehen? Oh, nee, ich glaube nicht. Ah, nee, doch, der hat auch eine Maske auf. Scheiße. Das ist eine extra Maskenmaske, so. Maskenmaske. Vielleicht ist das auch ihr normales Gesicht und es sieht für uns nur aus wie eine Maske. Voll mysteriös und so. Müssen wir hier überhaupt lang? Nö, aber hier ist eine Waffenkiste. Boom, Junge! Jäger! Was ist das denn? Schön ein paar grüne Sachen mitnehmen, Alter. Labradortilla. Okay. Ein Skin. Skin. Du hast ein Skin? Geht's denn hier? Under my skin. Was ist deine Meinung zu Madonna? Die Sängerin? Ja. Habe ich nie gehört. Sagen wir es mal so. Oha. Bin drauf abgegangen. Das ist aber ganz schön schwach. Wieso? Naja. Bist du Fanboy oder was? Wer bist du denn? Wer bist du denn, Fanboy? Wer bist du denn? Ja, nee, aber Madonna hat man schon irgendwie mitbekommen, so. Auch als sie so ein bisschen das Comeback hatte, wo sie in ihrem pinken Trainingsanzug rumgehüpft ist. Mitbekommen, ja. Aber ich bin jetzt keiner, der das jetzt sagt, so, oh, jetzt eine Runde Madonna, Leute. Ich weiß auch nicht, ob es solche Leute überhaupt gibt. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt existieren. Ich wollte gerade sagen, das ist... Was? Was? Ja, doch irgendjemand. Ah, die schießen! Die schießen! Die schießen! Ich hab den einen Typen nicht kaputt bekommen. Junge, die Waffe, wie sie abgeht. Hallo! Lass dich von der Jagd mitreißen! Wir sind. Oh, die halten aber nicht viel aus. Die sind aber ganz schön zerfetzt worden. Ich kann sagen, what? Hier liegen mehr Hörner rum, als wir Typen zerlötet haben. Ja, das kann auch sein, dass sie alle mehrere Gehirne haben. Und die sind so clever, dass wir überhaupt nicht nachvollziehen können, was sie tun, weil wir so dumm sind. Alter, guck dir das mal hier an, wie das hier aufgehört wurde. Junge! Schön frisch. Da tropft nur das Blut, Junge. Nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, jetzt schießt er mich an, wenn ich dieses Iridium sammeln will. Das ist nicht nett, weil wir haben hier... Da kommt ein Fahrzeug. Fucking Container. Hier kommt ein Fahrzeug. Was? Jawohl. Was alles kaputt jetzt gemacht. Ach, das sind unsere. Oh. Ja. Das war schön zerfetzt, Leute. Erstmal drauf. Da ist ein Fahrzeug. Erstmal weg. Alle müssen brennen. Zack. Muss kaputt gemacht werden. Ah, es ist schon ein cooler, crazy Posten hier. Kann man nicht meckern. Oh. Ach, das bist du? Ich komme gar nicht mit dir. Ja, ich merk schon. Alle müssen sterben. Schön Sylvanas, Junge. Du musst erstmal alles kaputt machen, damit ich klarkomme. Diese Welt ist ein Gefängnis. Was hatte ich hier? Ach, ich hatte ja so eine springende Granate. Boing. Boing. Alter. Der wird aber ordentlich in die Luft gejagt. Sehr schön. Ich nehme mal wieder ein paar Granatenwerfer mitnehmen hier. Batz, batz, batz. Granatenwerfer sind schon schön. Das feiere ich bei Master Effect gerade, wenn ich es richtig gesehen habe, dass man, wenn man einmal Muni nimmt, für alle Waffen bekommt. Das ist geil, ne? Das ist schon echt cool. Mein gut, wir machen eine Kiste auf und da ist jegliche Muni drin. Aber... Ja, aber bei den anderen Shootern, die man jetzt so mitbekommen hat, ist es wichtig, nicht die Waffe zu nutzen, wo man Munition braucht. Ja, genau. Hatten wir das nicht auch hier irgendwo mal? War das im zweiten Teil? Ich höre dich, Bestie. Ich weiß es auch nicht, aber hier ist ein Audiolog.
Ja. Komm, Dicker. Oha. Ach, da oben. Junge. Ja. Cool. Ist er down? Ich weiß nicht, aber ich höre jetzt rein. Ihr habt die Gottkönigin gehört! Kommt zurück, sonst töte ich euch alle eigenhändig! Troy, hast du gesehen, wie sie alle auf den Kerl reagiert haben? Hey du, du glaubst doch an mich, oder? Ja, Gottkönigin, ich werde deinen Befehlen folgen! Oh, das ist ja großartig! Hey Troy, hast du das gehört? Das könnte doch noch klappen! Hey du, großer Kerl, statuiere mal ein Exempel an, Dinder, reiß ihn in Stücke. Wie du willst, meine Gottkönigin. Also du hast wirklich eine strahlende Zukunft in dieser Organisation. Ich werde dich, heiliger Mouthpiece nennen. Ja. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und jetzt tut, was sie sagt, ihr Magen. Oh, er ist gut. Er ist gut. Auf dem Müllfahrzeug war noch eine Waffenkiste. Auch noch? Aber hier müssen wir eh rein wegen dem Hebel, der da drüben leuchtet, glaube ich. Da ist eine Waffenkiste. Okay. Da sollte ich dann noch mal reinschauen. Außer ist jetzt irgendwie nur was Grünes oder sowas. Ich glaube, ich habe nur Grün Legendaries und Blau gesehen. Wir hatten echt lange kein Legendary. Das so, hier ist noch eine. Gibt mir zu denken. Und es bleibt auch so. Drücke ich jetzt diesen Hebel. Bam. Ja. Oh. Cool, das war der Gegner-Randportenhebel. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Wir müssen uns auch mal gönnen hier, ne? Also, so. Das erhöht ja die Chance auf Legendaries. Mehr oder weniger. Und nochmal ein bisschen reinrummeln, Es ist schon sehr angenehm, auch mal wieder mit ein bisschen mehr Leben und nicht nur mit Schild zu spielen. Alter, seine Beine wurden abgeschossen und sind rumgeflogen. Was zum Fick? Da war Liedernis mit bei. Hey, es wird. Es wird, es wird. Oh, da stehen es unsere. Es wird immer besser. Jetzt hätte ich fast dich imitiert. Ey, hier sind ich guck mal, vier ob ich das Sniper anlegen kann. Kleine Knarren drin. Was willst du damit? Ja, eben. Inventar ist auch schon wieder voll. Wo ist denn das Sniper jetzt hin, was ich gekriegt habe? Ist Sniper, das Sniper, nicht nee. Klauen. Junge. Das ist auch ein praktischer Trick. Hier sieht es aber auch schon wieder aus mit diesen Sägeblättern. Da bin ich gar kein Freund von. Bruder, Lieblinge, die große Kammer ruft. Unser Moment der Transzendenz ist nah. Halte die Ketzer fern, während wir unsere göttliche Transformation vorbereiten. Nice. Formation. Okay. Können wir da reinrutschen? Klar. Mal, rutsch mal da durch. La la la. La la la. Es sieht sehr gut aus. Ja. Rutschen, Mutti. Oh, yes. Juhu. Oh, wir können verkaufen. Der Dream. Hä? So. Können verkaufen, erstmal alle zusammenschlagen, Ehrenmann. Ich verkaufe alles. Alles loswerden, was nicht geht. Ich brauche hier gar nichts mehr. Ich brauche hier nichts mehr, Leute. Ich habe noch einen Skin freigeschalten. Cool. Okay. Ich will auch einen Skin. Nee, das sind meine Skins. Skins darf man nicht sagen. Nee, man darf nicht lügen. Lull. Wichtiges Video. Alter, was macht denn er? Er. Rachael, der Gesalbte. Er ist irgendein anderer. Aber er muss trotzdem weg. Alter, er kann nichts. Boom. Er hatte ein Laserschwert oder sowas? Junge, ja. Kein Stress. Troys Iridium-Nachschub fließt durch diese Statuen. Versuchen wir, ihn von der Quelle abzuschneiden. Okay. Das ist mein Mädchen. Alter, auch diese. Gib dir diese kirchenartigen Gemälde hier links und rechts einfach, Junge. Diese Sonne, die da runterläuft, Alter. Draufstehen, kann man die auch zerdeppern? Nee. Lull. Er muss immer heiliger aussehen, als man ist, ne? Ja, ist so. Richtig. Oh, da kommen sie. Noch einer. Nathan. Junge. Aua, aua, aua. Tschüss, Nathan. Hä, Doppel-Nathan? Nathan? Ich glaube Doppel-Nathan. Oha, Nathan. Zack, kaputt. Habe ich da Leggy gehört? Nee, nicht. Toll. Ich würde gern.
Aber ich habe vermutlich zu oft Nathan gesagt. Das mögen die nicht. Das können die gar nicht. Aber weil wir beide gleichzeitig die Möppeldinger betätigt haben? Ne, das war eher seine Fähigkeit, sich irgendwie zu verdoppeln, oder? Okay. Jetzt wäre nicht zweimal derselbe gekommen, glaube ich. Oh, gucken wir jetzt mal bei dem hier. Ah ne, wir müssen da hoch. Wir müssen hoch. Scheiße. Oh, okay. Wir müssen klettern, Alter. Oh. Es ist unsere leichteste Übung. Ich habe früher. Früher habe ich auch mal geklettert. So mit allem drum und dran. So mit Armen, Beinen, Bäumen. Also nicht mit den Füßen. Nee, Füße ist nicht so mein Ding gewesen. Ey, ich komme da nicht hoch, weil ich zu groß bin und immer gegen diesen Lautsprecher krache. Ja, klar. Weil du zu groß bist. Ja, guck doch mal. Ich werde ja aufs Übelste diskriminiert von diesem Mann. Hast gesehen, wie ich gegen den Lautspringer krache? Lautspringer krache. Mann. Spring doch mal ein bisschen weiter. Spring doch einfach mal weiter, Alter. Spring doch mal hier hin. Herr Sportlehrer, ich schaff Hochsprung nicht. Ja, spring doch einfach mal höher, Alter. So. Ja, Motivation. Kein Problem. Dann betätige ich das jetzt. Ja, mach du das einfach. Ich hasse es hier, echt. Ich werde jetzt die andere Seite first tryen. Okay. Vielleicht sollte ich aber erst warten, ob noch ein Boss-Mob kommt. Kommt einer von denen? Sah kurz so aus, aber ich sehe keinen. Ey, Junge, und wie viel Iridium kracht da eigentlich runter die Sekunde? Was geht mit denen? Doch, das bist du? Okay. Ich schaff's trotzdem nicht. Ich kack mich voll. Oh mein Gott. Wieso denn nicht? Mann, ich bin zu Cyborg-lastig. Wehe, du schaffst das First Try. Ich töte dich. Okay. Ich reiß deine Beine ab und spiel Golf damit. Jawohl. Doppelklicken vielleicht, Moment. Achso, Doppelklicken, Mann. Yo, nice Doppelklick, Bruder. Ja, ich darf ja auch mal ein bisschen, ja, ne. Aha. Na dann. So. Jetzt ist dein Moment, Mann. Ja, soll ich nochmal testen? Alle warten. Alle Augen ruhen auf dir. Chillig. Ah, so geht das, Mann. Das geht hier nicht. Das ist irgendwie anders. Das sollte drüben bestimmt auch nicht so gehen. Vor allem sollte es echt nicht, weil man hier jeweils reinkommt. Ey, ne. Hier außen. Ey, ne. Und da drüben ist es auch offen. Du hast dich einfach hochgeglitscht, du Penner. Was? Ich raste aus. Nie machen. Oh, da oben ist irgendwas. Ja, diese Fanatiker. Oh. Nee, hau mal einfach weg. Geiler Stoßtrupp. Um ein Haar hätten wir es nicht geschafft, hier lang zu kommen. Bam. Bam. So. Alle sie um. Kaputt gemacht werden. Was? Oh. Ich treffe das Junge, nicht. Was tut dir? Komplett sämtliche Fähigkeit einfach eingebüßt bei dem Jump vorhin. Nice. Ja, aber der musste ja auch sein, der Jump, ne? Ja, der war schon cool. Oh. Spidey. Spider-Bro. Ich hab mich fast eingekackt hier. Okay, cool. Ah, ja. Ja! Ein Tank! Oh. Tschüss. Geschafft, Kammerjäger. Troy kann Apis nicht mehr aufladen. Ich halte den Rücken frei. Ist das Feuerwehr hier? Für Maya. Kommt er jetzt? Das ist doch mal was. Alter, alle sind happy. Ein schönes Boom. Und jetzt halt Troy auf. Beende das hier. Töten wir jetzt Troy? Ah, gegen Troy. Oh nein, ich bin fast runtergefallen hier. Junge. Weil ich da nicht hinkomme. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir springen da jetzt auch runter. Okay. Spider-Bro ist schon ganz aufgeregt, hat Muni gekackt. Zählst du? Ja, ich zähle. Okay. 53. 3, 2, 1. Yay! Okay, toll, wow. Hallo. Das hätte spektakulärer sein können. Ja, ich dachte, jetzt geht's los. Ja, ich auch. Machen Mucke und alle drum und dran, Explosion. Ich raff den Raum gerade noch nicht. Hier kann man auch noch mal raus. Oh, da sind auch noch Kisten. Ja, kommen wir ja hin, wo wir schon mal waren, oder? Sicher. Ja, wir sind da jetzt... Oh, wir sollen... Ich bin Zero. Du wirst diese Attentate für mich ausführen. What? Aha, das ist hier so ein Bonus-Level, weißt du noch, bei Zero, als wir diese Tafel mit den Kopfgeldern gesehen haben. Ja, das stimmt. Das war einer davon. Lego! Das verstehe ich, aber drei Schädel sind zu viel. Okay, cool. Das hat sich doch mal gelohnt. Oh, es ist ein Raketenwerfer. Nuclear Raketenwerfer. Ja, geil. Hatte ich ein Level ab? Oder habe ich das geträumt? Ich habe kein Level ab. Ich habe auch keins. Das war nur irgendwas mit Erfolgen. Ja, cool. Das wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass man die finden kann und für Zero dann das fertig machen kann. Weil Zero faul geworden ist. Seine alten Tage. Okay. Ja, das ist man halt. Ne? Ich bin jetzt ja auch schon faul geworden. Ich lasse auch nur noch arbeiten.
Geil, nehmen wir den nochmal. Das sieht eigentlich nicht aus wie ein Raketenwerfer. Oh. Aber hier geht's auch noch runter, ne? Oh. Was hast du getan? Ich hab nichts gesagt. Mörser. Au. Oh. Alter, jawohl. Was zum Fick. Und noch klein. Was? Au, au, au. Ich hab mich schon gefragt, wo ich bin. Schön die Dreifachexplosion. Yo. Feier ich. Das hat mir wehgetan. Wir können hier noch runter. Noch weiter? Ja. Ist einfach so. Okay, alle gucken? So, ey, fight Troy und wir so, cool. Anderer Weg, Leute. Wir können ja auch hoch vor allem. Hallo. Oh, hier ist noch eine Munikiste. Oh, und hier ist irgendeine Paywall-Lul. Achtung. Ja, ich habe den Knopf gedrückt. Aha. Damit kommen wir hoch wieder zu den Verkäufern vermutlich. Das ist so normal der Rückweg. Ja, guck mal, die sind auf der Map genau da drüber. Und hier? Also, was hier ist, weiß ich nicht. Oh! Oh! Das geheime Sexlabor. Ja, guck mal hier. Join. Ey, wieso malt man ihm so ein Herzchen drauf? Ist das die Borderlands-Variante der Papiertüte, oder? Oh mein Gott. Oh, lecker. Money. Muss mal schön in die Kacke greifen, jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Das ist sehr eklig. Oh, was hier wieder ist? Eine Granate. Müll. Und was Weißes. Wieso packt man hier drinne? Was Weißes mit rein. Errate mal, warum es weiß ist, wenn du die Herzchen über dem Bett so ansiehst. Ehre. Schön der Sperminator. Oh, jawohl. Komm ich da nicht hoch, ne? Ja, vermutlich nicht. Ich bin zu klein. Jetzt. Sotsch hier nicht so viel rum. Aua, ich bin schon wieder tot. Was denn? Ich hab 13 Leben, Mann. Ich wollte eigentlich, dass die Dinger alle da runterkrachen und du gerade rauskommst. Dann, hallo! Ja, zum Glück hat's nicht geklappt, komplett dead. Da hättest du mich nämlich wiederbeleben müssen. Ey. Ach, das ist jetzt erfunden von dir. Okay. Hm. Dann sind wir eigentlich ready. Ja. Wir haben auch noch ein bisschen Time. Geh davon aus, dass wenn wir echt Troy bekämpfen. Er hatte ja, meiner Meinung nach, so kleine Anwandlungen, dass ihm das alles nicht so gefällt. Aber da er jetzt kurz davor war, unseren Mond irgendwie auf die Welt krachen zu lassen, glaube ich, dass sich das verflüchtigt hat. Wenn er so viel Macht bekommt, hat er schon Bock. Ja, das stimmt. Will nur nicht unterdrückt werden von seiner besseren Hälfte, da wollte ich schon sagen, Schwester. Saarland, Junge. Wir sind die größten Götter des Saarlandes. 100% unserer Genetik stimmen überein. So. Oha. Müssen wir uns noch hinkämpfen? Oh, sieht so aus. Da ist ein roter Strahl. Hier sind Kräne. Ich hoffe, das verdichtet hier alles. Sonst hätten wir ein Problem. Es ist sehr ruhig. Zu ruhig. Auf jeden Fall ist das so eine Pyramide von diesen, wo wir immer reingegangen sind. Ah ja. Tennis, der Kammerjäger hat den Iridium-Nachschub unterbrochen. Wo kriegt Troy diese Energie her? Ich habe eine Theorie, aber sie wird dir nicht gefallen, Lilith. Lul. Tyreen. Er nutzt Tyreen. Er saugt die Kraft seiner eigenen Schwester aus, um Elpis aufzuladen. Kammerjäger, du musst Troy ausschalten. Das ist der einzige Weg. Ja. Ich überlege gerade, ob ihr das gefällt oder was. Oder ob die Macht vielleicht ein bisschen zu berauschend war gerade. Weil die lässt sich doch nicht für dafür benutzen. Vor allem verliert sie dann Macht. Ja, gut, das ist aber ihr großes Ziel, ne? Ja, aber sie verliert ja Macht dadurch, wenn er sie aussaugt. Aber sie hat ihm immer schon Macht gegeben. Ah, okay. Okay. Ich wundere es halt nur, dass sie sich gerade nicht gemeldet haben und uns wie immer auslachen, weil sie irgendeinen coolen Notfallplan hatten, der sie jetzt rettet. Ja, normalerweise geben sie damit an, dass es einfach alles sinnlos wäre, was wir getan haben. Eben. Oder er war wirklich so mächtig mit diesem Zeug, dass er sie mal kurz gepackt hat und fertig gemacht hat. Heiß, Alter. Ich würde aber sagen, bevor wir dann jetzt da runtergehen, sind wir nämlich doch schon an die 20 Minuten wieder ran, machen wir einen kleinen Cut und sehen uns dann im nächsten Part wieder mit diversen brüderlich und schwesterlichen Geflogenheiten. Nice. Mann. Ich freue mich. Ich gucke auch nicht hin. Nee? Okay. Nee. Freunde, Junge. In diesem Sinne, was denn? Gut. Okay. Ja. Explodieren Sau. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Tschüss. Macht's gut.